Moin und willkommen zurück in der Hölle der Schlangen. Wie heißt denn der Tempel überhaupt hier, wo wir sind? Vulkan. Vulkantempel. Tempel Vulkan. Muhahaha. Ist auf jeden Fall sehr warm hier. Wir hätten was zum Grillen mitnehmen sollen. Ja, mich ärgert es nur, dass mein Wasser halt. Ich habe extra noch zwei neue Trinkschläuche gemacht. Ich habe die eigentlich alle aufgefüllt und nur einer war gefüllt. Das ist echt kacke jetzt. Ja, das mit dem Eis ist eine gute Idee. Ich habe nur 25 Eis mitgenommen, aber... Schlange! Ist ja niedlich. Ich dachte gerade eher so eine Ratte oder so. Oh, hier sind Schlangen, kann man sich draufstellen. So, hey, ich bin cool. Wow. Auch der Schlange. Also, diese Schatten ist ja echt zum Katzen, ey. Wenn ich weggehe, dann geht der Schatten weg. Wenn ich da lang gehe, steigt der Schatten. Ist bestimmt scheiße eingestellt bei mir, oder? Das ist scheiße. Ja. Was ist denn da unten los? Wo bist du denn wieder überhaupt? Weißt, hinter dir ist eine Schlange. Ach nee, große Schlange. Schlangenmenschlein. Was trinken die denn hier oben? Lava? Wir brauchen nichts trinken. Oh, das Gold. Bleib stehen. Mein Schatz. Oh, eine kleine Pissschnecke. Gehen wir da durchs Tor weiter oder da unten, wo die sich alle kloppen? Puh. Hat sich erledigt. Warum es gibt ja nur noch die zwei Steinnasen. Ach so. Aber wir kriegen einen Gegner von links. Links kommt einer. Okay. Ich habe echt die Befürchtung, dass das nicht normal ist, dass die Gegner sich hier auch ein bisschen selbst bekloppen. Weil das habe ich, glaube ich, vorher eher selten gesehen, oder? Obsidian-Komposit. Ich gehe mal nach rechts. Ach, die kämpfen dann noch weiter gegen anderen Schlangenvieh. Aber der Weg ist quasi frei. Okay, dann laufen wir durch. Das ist ja geil, aber die Leichen sind doch weg. Hier ist eine Kiste. Mit Müll drin, super. Hier ist noch eine Kiste. Und auf der anderen Seite wäre auch noch Gold. Eine Kiste, aber da springe ich nicht hin. Nee. Dann hat sich da das schon erledigt, dann das hier abhauen. Bis die Steinviecher kommen, jetzt sind sie da. Ist der stark? Ist der schwach? Ist der stark? Ach, der geht. Alter, so kommen wir auch mal von hier vorbei. Kloppen sich da hinten vor noch. Ja, ist doch nur unser Vorteil, wenn sie sich kloppen. Ja, klar. Ich wette, wir sie übersehen auch gerade eine ganze Menge. Ja, ich... Aber dann ist das so. Ich bin jetzt nicht wegen dem Loot hier, also... Ich auch nicht. Weil ganz ehrlich, ich find's echt lachhaft, dass in manchen Kisten noch so Loot drin ist aus den Anfangszeiten. Ja. Ey, ich war gerade im Inventar. Center hält dich. Kannst doch nicht jemanden angreifen, wenn dein Inventar war. Wer hat eine Kerze? Arschloch. Geht's da rüber? Weil ich will jetzt hier nichts erstmal hier lang experimentieren. Sieht nach Weg aus hier. Ich frage so, wie weit. Ist ein Dracheneier links, rechts, kann das sein? Oh. Hier ist eine Kiste und ich höre Kampfmusik. Auch eine Schlange. Ah, dein Imhotep geht ins Feuer. Ah, nur fast. Aber die Dracheneier kann man leider nicht nehmen. Ich renn mal zurück, das ist mir zu doof. Imhotep, das ist mir echt ein bisschen gruselig. Ah, das sind bestimmt Echseneier. Okay.
Aber wir könnten uns über diesen Lavastrom eine kleine Brücke bauen. Imhotep, komm mal her. Bin ich so durstig auf einmal? Oh, schade, hier kann ich kein Gebäude bauen. Oh, dann dürfen wir hier nicht lang. Dann müssen wir wo rechts runtergehen, oder wo das war. Moment. Nee, hier drüben ist aber noch einer. Der, der hält da quasi Wache. Müssen wir hier rüberspringen? Ich habe Angst wegen unserer Begleiter. Ja, weil... Och, ist ja voll angegriffen. Also, ich weiß, es ist kein großer Sprung und uns traue ich dem mehr als zu. Aber bei unseren Begleitern bin ich dann ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob man die rüberspringen kann. Ja, die sind ja jetzt schon fast drüben. Ich spring jetzt. Okay, probier mal. Versuch ihn auch mal zu nach vorne zu bewegen. Ja, hat doch geklappt. Wie sieht's denn aus? Heilungstechnisch? Ach, volle Elle. Ich weiß bloß nicht, ob das der offizielle Weg war, aber. Weiß ich auch nicht. Oh, deine Fackel ist kaputt. Ja, ich hab noch eine. Perfekt. Ich hab nur eine. Ich habe extra eine zweite mitgenommen. Auf jeden Fall geht es hier irgendwie lang. Schon wieder hüpfen? Das sind so manchmal Sachen, die man trotzdem falsch machen kann, dass das sehr ärgerlich ist. Echse links, Echse rechts. Ja. Echse links greift an. Echse rechts, rechts kommt auch. Jetzt gibt's nur noch eine Echse. Echse tot. Exodus. Oh, das ist was zu essen. Okay, da rechts sind mehrere. Kleine oder wieder die sieht nach rechts sind klein. Rechts ist ein großer und drei kleine. Ah. Wollen wir uns da irgendwo clever hin positionieren oder? Links sind auch da oben welche. Oh, hier ist ja alles dunkel. Warte mal, vielleicht kann man ja hier clever draufklettern. Ja, das ist eine clever Idee. Müsste ja eigentlich kletterbar sein. Ja, ich bin drauf. Super duper. Alles ist so dunkel. Nö, ja. Ich leuchte, du schießt. Aber, ne? Dann schicken wir unsere Leute mal dahin. Weil der eine scheint ein bisschen größer zu sein. Ah, es sieht bestimmt. Also dem großen Stirn auch Schlangenpfeile, nicht? Ja, der ist aber nur so ein Typ mit einem Totenkopf. Der wirkte gerade bestimmt nur groß, weil die Kleinen dabei waren. Ist gut möglich. Ich dachte gerade, dass so ein bisschen das könnte der Endboss sein, aber das ist noch nicht mal ein Zwischenboss, das ist so eine halbe Mahlzeit. Ich bin Hunger gerade. Nein, ich habe schon wieder das Falsche getrunken. Boah, jetzt können wir runter. Also. Ja, warte, ich muss jetzt was essen. Ja, ich gehe und ein bisschen Eis lutschen.
Brauchst du Pilze? Nee, ich brauche allerhöchstens was zu trinken. Hast nicht noch genug Eis? Noch 34. Boah, lass mal da runter zu dem Fuzzi gehen. Steht da so alleine, er sieht ganz traurig aus. Ach, hier ist Schatten. Ich mach mal Licht. Oh, guck mal. Das Tor ist aufgegangen. Oh, das war der magische Torwächter. Der was zu essen dabei hat. Würzteilchen oder sowas. Oh, ist dunkel, Schatten. Oh, diese Schattenwerfung hier. Das Ding macht gleich Feuer, das weiß ich jetzt schon. Ist das jetzt Endboss oder so? Boss oder nicht Boss? Das ist hier die Frage. Ne, da hinten geht's gleich weiter. Auf wen willst du schießen? Boah, ist das dunkel hier. Den in der Mitte. Ey, gnadenlos treffe ich nicht hier. Auf jeden Fall ein Hardcore-Kämpfer. Aua! Irgendwas trifft mich. Ach, der scheiß Wichser. Schießt Pfeile auf mich, dieser scheiß Wichser. Ich hoffe, hier gibt es bald mal einen Brunnen. Ja, das fände ich auch nett. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Lava-Brunnen hier, wenn du. Jetzt werde ich hier angegriffen und sehe nichts. Ab ins Licht, hier ist besser. Müsste man aus denen ja auch lecker Essen machen können, oder? Eigentlich schon. Schön Schlangenbraten oder so. Hexeneintopf. Cornflakes mit Echsenfleisch. Also hier könnte man tatsächlich weiter. Oh, das sieht ja schick aus. Obsidianschild. Mhm. Oh, da sind noch zwei Jungs. Bei dir kommt auch noch einer. Oh nein! Ich wollte auch nur gerade gucken. Aua! Da kommen gleich noch mehr, glaube ich, an. Obsidian-Sichel nehme ich jetzt auch mal mit. So. Ah, ich bin überlastet. So langsam kriegt man ja Platz, wenn man ein bisschen Heiltränke nutzt, etc. Ja, wenn ich mein ganzes Eis hier auflutsche. Ich hoffe, dass die auch Gegner hier mal was zu trinken haben. Das hoffe ich auch. Weißt du, da macht man sich extra schon 3 Trinkschläuche und dann füllt er die nicht auf. Getreu ist aufgestiegen. Hurra! Geht's da weiter? Okay, hier ist nichts. Mal nochmal auf der rechten Seite. Ja, auf der rechten Seite waren noch 2 Leute. Oh ja. Wir halten eine Wache, wir hätten noch links weitergehen können, wobei sie schon getötet haben. Sag du.
Ja, das Land links, weil es sieht so aus, als ob das beides derselbe Weg ist. Okay. Dann sparen wir uns zwei Echsen, Leute. Okay. Ah, ich muss mal was heilen. Guck nochmal. Ja, siehste, wäre beides derselbe Weg gewesen. Ja. Kleinen Scheißviecher. Ja, die flutschen auch einfach an mir vorbei. Ja. Ach, wir hätten da eh lang gemusst. Ich dachte, wir hätten die ganze Zeit links abgehen können, aber. Da unten haben wir, glaube ich, noch. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Weiß nicht, da unten ist auch so ein Lavafluss-Dings. Aber weiß nicht, wie weit runter das geht. Aber da könnte man, glaube ich, runtergehen. Klingt nicht gut. Bist du runtergesprungen? Nee. Ha? Ja, so halb. Wo bist du denn jetzt? Ich bin da runtergegangen, wo ich gesagt habe, dass ich runtergehe. Weiß nicht, wo du gesagt hast, wo du runtergehst. Weiß jetzt gar nicht, wo du bist. Unten auf diesem Lavafluss, den ich gesagt habe. Hier ist überall Lavafluss. Also so ein erkaltet. Ja, da. Sieht aber jetzt nicht so nach Weg aus. Dann laufe ich dir hinterher. So. Ich weiß jetzt nicht, wo es oben lag. Mach Platz. Sieht mir nicht so nach Weg aus. Ich habe weder genug Nahrung noch. Mir macht eher das Wasser so. Ja, das Wasser. Jetzt da mal oben lang. Schon wieder fast am Verdursten. Ist auch nicht. Achso, da kommst du zu einem anderen Typen hin. Okay, okay, okay. Mhm. Aber da geht's dran vorbei. Und dann geht's runter. Okay. Hier sieht's gut aus. Das sieht stimmt, nach dem Weg aus. Nach, das sieht wirklich eher nach. Ich habe gerade Eis gelutscht und irgendwie. Ja, ich kühle ab, aber ich trinke nichts. Ich glaube, das ist. Doch, das ganz bisschen. Ganz bisschen. Du musst tatsächlich mehrere Stück Eis lutschen, damit du. Ja, ich habe ja noch so einen Trinkschlauch. Einen habe ich noch. Ah, hier geht's aber auch so komisch. Aber das sieht nach aus wie Kletterkacke. Ah! Achtung, Schlange. Oh ja, da guck mal, da leuchtet was. Ah, ich brauche trotzdem mal. Also, ja, wir hätten noch mehr zu trinken mitnehmen sollen. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich 3 Trinkschläuche mitnehmen. Mhm. Und eigentlich habe ich auch 3 Trinkschläuche mitgenommen. Dann. Deswegen will ich auch gerade nicht hier groß rumsuchen. Nee, und so, groß weil... Endboss und dann. Ja, 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 ah. Ja, wir sind. Oh, oh. Ist das eine Statue da? Das ist groß. So aus, ja. Ich wechsle mal auf die Schlangenpfeile. Boah, so sieht man echt nichts. Hey, ich verstehe nicht. Ja, geh mal in die Dunkelheit. Das ist eine gute Idee. Nee, ich hab kaum Licht. Nur noch 7 Minuten. Ich hab noch 12 Minuten. Obwohl, hier ist es ein bisschen lila. Lilla. Geisterschlange! Ei. Ich dachte, er geht dankbar in die Dunkelheit. Wieso muss ich denn jetzt mit Geisterschlangen kämpfen? Das waren noch nicht alle. Garantiert nicht.
So, du kleiner Pisser. Mehr Geisterschlangen. Ja, für Ultverstärkung. Kommt mir gerade so ein bisschen vor wie bei Asterix und Obelix. Aber jetzt ist doch Geisterstunde. Ich will schlafen. Ach, das war super. Die könnte man auch mal wieder echt. Das sind nur ein paar alte, die mal dahin geschlachtet worden und. Hast du die auf DVD? Ich weiß nicht, ob die DVDs bei mir sind oder bei meiner Schwester. Hab ich auch schon wirklich jetzt ewig nicht mehr gesehen. Ja, wir haben definitiv die Asterix-Filme auf DVD. Wenn ich die nicht habe, dann brauche ich die nochmal. Ich müsste nicht alle gucken, aber gerade so das... Ja, Erobert Rom ist der beste der Asterix-Filme und das Geile ist, dass der einzige, der nicht auf einem Comic basiert. Ich fand das so in Ägypten und in England ganz nett. Hm? Ich glaube, Asterix und Cleopatra war, glaube ich, sogar der erste oder der zweite Film. Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht, aber... Oh, sie kommen jetzt mehr aus der Mitte. Cleopatra, das ist er ist stark wie 20 Ochsen, leider fehlt ihm der Verstand. Oh, der Schutzschild ist gefallen. La 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 la. Oh, da ist ein großer Typ. Oh. Zerstören, was im Herzen des Vulkans lauert. Oh. Ah. Der glänzende Trapezoeder. Ich hab ihn. Wollte ich auch haben. Jetzt hab ich ihn. Haha. Truhen! Truhen! Obsidian-Dolche. Oh, ey, ich trinke die ganze Zeit aus Versehen meinen konzentrierten Aloe-Extrakt. Gehärteter Stahlschild. Was bringt der denn? 29. Silberstein. Hm. Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? War das jetzt alles? Ja, wir wollten hier den Trapezoeder holen. Den haben wir jetzt. Hier links geht's, kommen wir von da? Nee, wir kommen. Rechts könnt ihr. Wir kommen von geradeaus. Rechts geht's wieder hoch. Rechts geht hoch, links geht's auch irgendwo hin. Ja. Rechts oder links? Das ist die Frage. Also wenn wir jetzt den Typen besiegt haben, würde ich da sagen, müsste es ja wieder hochgehen, oder? Ja. Hoffe ich doch. Dann gehen wir mal links lang. Oder? So rechts lang? Ja, komm. Gehen wir jetzt. Schlange! Also, wir haben jetzt das Ding geschafft. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause kommen. Yay, mein Getreue ist aufgestiegen. Wollte ja mal Zeit. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Noch mehr Schlangen. Langsam reicht's mal hier. Ich will wieder Menschen töten. Eieiei, drei Schlangenmenschen. Oh, da kommt man schon so ins Schwitzen, ne? Wenn man so die Schlangen tötet. Ja. Ja, ihr macht das schon. Ich guck mir mal die Uhr an. Eisenbahren und Lehmziegel. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Jo.
Ja, ich dachte mir, oh, der hat, der hat Kerzen. Ist ja noch einer. Oh, es gab zwei Truhen, die habe ich gar nicht gesehen hier. Aber da ist auch tolle Sachen drin. Gut, dann sind wir hier durch, lass mal schnell weiter. Ja. Also schnell zurück und hoch. Ja. Oh, hier sieht man wieder nichts. Dieser Schatten hier kotzt mich an. Ja, der ist echt pechschwarz. Also richtig schwarz. Aber so müsste die Dunkelheit in Höhlen immer sein, finde ich. Eigentlich schon, ja. So, erstmal nicht gespawnt. Also eigentlich hat man ja hier immer einen relativ schnellen Weg zurück von da, wo man... Ja, ich habe auch eher auf ein Portal gehofft oder so, aber nein. Das Portal ist ja da, wo wir runtergekommen sind, ne? Also deswegen hoffe ich, dass es hier einfach einen schnellen Weg da zu diesem Eingangsding... Dingensbummens. ...gibt, wo wir rausgekommen sind. Bummens, Dingens. Und auf 19 Eis. Ja, lutsch langsamer. Oder misch es mit Lava. Ja, könnte man theoretisch schaffen. Praktisch bringt das was? Ich habe nur Angst, wenn ich drunter springe, dass es zu hoch ist und ich sterbe. Du machst da Sachen. Und? Wie viele Aua hast du? Ah, so 20% bekommen. Also ein Fünftel weg. Ja, das geht ja noch. Geronimo und Po. Und dann nehmen wir gleich mal wieder so ein Aloe. Achso, ich habe keinen mehr. Offen. Ich habe da echt einen Verbrauch mit. Ich habe da bestimmt schon 6-7 davon gesoffen. Ja, ich habe mindestens 3 von meinen... Du sprichst mit der Taste nicht, ja genau. Die Leute hören dich nicht. Boah, ich erstmal so ein gegrilltes Steak, habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Schmeckt bestimmt lecker. Na, technische Probleme? Nee. Okay. Alle da, Imhotep und nein, nein. So, das sieht nämlich hier tatsächlich so aus, dass wir hier zurückkommen. Ja, das sieht cool aus hier. Ja, hier ist nämlich diese Schmiede. Ja, die habe ich ja von Weitem schon gesehen. Ah, genau, das... Ah, ja, hier waren wir ja schon. Genau, und wir rennen da einfach schnell nach oben. Ich habe jetzt keinen Bock auf die Idee. Omnibus, Kopernikus, geh weg. Das Dunkelbus. Oben sind aber auch schon wieder Leute. Ah, das waren doch die Beta-Heinis. Leute, 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 Leute. Genau. Nein, nein, ich hoffe, du bist bei mir. Ja. So, und dann gehen wir da durch dieses schöne Sternentor. Genau, und dann ist alles dufte-knufte. Ja, gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ja, hier mit uns gestümmelt. Alter Mädels, kriegt euch mal wieder ein. Oh, hier ist sie richtig hell. Endlich wieder Blut. So, das heißt, wir müssen irgendwie wieder nach oben kommen, ne? Nee. Wir müssen wieder auf unsere Seite und hier raus. Ja, das meine ich mit nach oben. Ich glaube, das ist hier schon, die hier hinten. Ah, da ist die Brücke. Siehst du sie? Wo bist du? Ja, warte, ich habe hier den falschen Ausgang genommen. Hier, warte, follow ja, me. Ja, ich sehe dich, okay. Ja. Warte, nehme ich... noch was hier von ja, die sind bestimmt Goldlotus mit. Wo
wofür auch immer man die gebrauchen kann. Aber gibt's nicht viel davon. Ah, da hinten ist Obsidian, ganz viel. Oh Gott. Nein, nein, ist gerade durch die Lava gelaufen. Imhotep, was machst du? Komm zurück! Du wartest hier. Ah, doof. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, wir denselben Weg zu nehmen. Das weiß ich nicht. Warum? Ja, weil wir hinten klettern müssen. Wir sind ja runtergefallen. Also Eis essen und nackig machen. E-Man. Kann ich klettern? Oh, fuck you, Mann. Heinrich, ich mache hier gerade einen Trick. Ja. Ich höre es. Ja, dein Trick gefällt mir. Kletter mal vor. Platz. Ja, ich bin extra runtergesprungen wegen dir. So. Bau mal deinen Trick weiter aus. Ja, mein Trickmaterial ist leider unten. Verdammte Axt. So weit war ich auch schon. Ah, nein! Toll. Das hat mir nichts gebracht, dein Trick. Ich muss mal Eis lutschen, sonst brennt mir mein Lümmel weg. Oh, warte mal, ich habe Kletterschuhe. Was kann ich damit machen? Ach ja, damit kann man besser klettern. Der geschmolzene, halb herunter verbrannte Stummel einer Kerze. Nee, ich wollte das eigentlich lesen von der... Egal. Ich glaube, ich kletter flinker. Ich könnte es mir auch... Ich bin oben. Ach, dumme Kuh. Hättest du mal einfach einen Moment gewartet, du Nackedei. Ich hab's selbst geschafft, so, aus eigener Kraft. Ich hab's selbst geschafft. Oh, Mr. Power Penis. Guck da nicht hin. Mr. Power Penis sagt, guck da nicht hin. Damit habe ich Skeletor verprügelt. Mit dem Power Penis. Ja, bis der Unterkiefer abgefallen ist. Da hat er dumm geguckt. Upsi, schwupsi. Wir müssen nach links. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und auch da würde ich sagen, laufen meine Gegner vorbei. Komm da nicht hoch, wo du hochgeklettert bist. Bin da. Sehr schön. Ich würde auch sagen, wir düsen schnell zum Portal. Ihr müsst es doch ein Portal geben, oder? Jetzt sind wir von Vulkan runter, in dem wir gestorben sind. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas gebaut haben. Nee, wir sind letztes Mal, wir haben hier nichts gebaut. Wir sind ja letztes Mal hier gestorben und hatten dann keinen Bock mehr auf Vulkan. Ja, ich weiß. Also Kartenraum oder so wird hier nicht sein. Hoch da. Nee. Nein, aus. Und da ist der Obelisk. Wo geht's denn hier lang?
Oh, hier steht einer. Oh. Könnte sein, dass es da irgendwie zurückgeht. Rechts scheint aber auch ein Gebäude zu sein. Also, weil da muss irgendwo das Portal sein, mit dem man über ein Dings, über hier aus dem Schneegebiet hierher kommt. Das würde uns ja weiterhelfen. Ja. Das ist ein Anhänger. Aber warte mal ganz kurz. Das sieht doch cool aus hier. Was ist denn das? Das sind auch Pflanzen. Ich will mir das eine Pflanze mal angucken. Nur kurz. Ach, du bist schon vor mir. Hier sind Menschen. Aber die sind gerade noch nicht aggressiv. Wenn Terrasse der Marketender. Aua! Schädliches Gas. Okay. Vorsicht. Gasmaske aufsetzen. Habe ich die dabei? Oh ja. Und ich habe nur die Unterwassermaske. Nein! Oh, du solltest die doch nicht angreifen. Oh. Super. Ich wollte mit dem reden und er hat den zum Angreifen beordert. So ein Idiot. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob hier was ist. Also hier kann man, glaube ich, irgendwie Obsidian abbauen. Ja. Scheint da hinten auch eine Tempelanlage zu sein, ne? Hm, und ich habe fast kein Eis mehr. Kurz Lucky Lucky machen oder nach Hause? Kurz können wir Lucky Lucky machen, aber nicht lange, bitte. Dürfen wir vorbei? Nein. Wir wollen auch nur mal kurz gucken. Seid doch nicht so aggro! Guck an, die Brücke kennen wir gar nicht. Jetzt habe ich sie eingelegt. Die Waldfeder hat's. Da bin ich gerade mit dem Kämpfen runtergefallen. Also was hier mal war, ist auf jeden Fall kaputt. Ja, und da ist auch ganz viel zum Kloppen, wenn ich das so sehe. 3, 4 Leute wahrscheinlich. Können ja Nein, Nein und so hinschicken. Wir können ja mit dem Bogen machen. Warte, ich nehme andere Pfeile. Schieß mal auf den Tussi links. Ich hab sie aus Versehen getreten. Ist nicht schlimm, muss kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Ich hab eine Frau getreten. Wollte, hast eine Frau mit dem Bogen abgeschossen. Das würde ich als bedenklicher betrachten. Ach, das mit dem Bogen tut nicht weh. Das mit dem Bogen hat dir gefallen. War ihr mit eurem Fuck durch? Geht mal weg. Ah, die irgendwas Tolles? Nee, ne? Die Färche. Ich möchte mich eigentlich nicht mit euch kloppen. Ich möchte hier doch nur gucken. Warum seid ihr so aggressiv? Ihr Arschlöcher. So,
So, ich habe nur noch 4 Eis und ich bin schon wieder im gelben Bereich. Ja, komm, dann lass abhauen. Dann gucken wir uns den Scheiß hier mal wann anders an. Danke. Ich meine, von den Temperaturen geht's ja her. Wir müssen einfach nur mehr zu trinken mitnehmen und es zu essen. Aber ein Problem sind die ja hier auch nicht. Nö, also das ich würde jetzt auch noch mehr gucken. Das Problem ist halt einfach, dass ich bald verdursten würde. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob sich das hier lohnt oder ob dann das hier eher... Oder ob wir schon hier fast alles entdeckt haben. Keine Ahnung, wie groß das hier noch ist. Ich hoffe, dass meine Vermutung richtig ist, dass da hinten der Zugang ins Schneegebiet ist. Ja, ich wollte nur kurz gucken, was das hier ist. Also, es scheint ja ein eigener Dungeon zu sein oder so. Also mehr Trinkschläuche. Ja. Wie gesagt, ich hatte eigentlich 3. Ja, einen dritten könnte ich auch gebrauchen. Ich habe nur 2. Macht Platz da. Siehst du, die kämpfen auch gar nicht. Gut so. Ich möchte nur nach Hause. Oh, hier waren wir doch noch nicht. Wir müssen, glaube ich, unsere Kämpfer nicht einfach so aggro machen. Aber nein, hier ist nicht der Ausgang. Oh, super, weil einer von deinen Scheißtypen... Da ist aber auch nicht der Ausgang. Okay, dann gucken wir das hier. Würde ich sagen, brechen wir das hier ab und... Ja, ich suche jetzt hier nur noch den Ausgang. Bist du zurückgelaufen, oder? Ja. Sagen da, wo der Obelisk ist, weil da sind wir irgendwie reingekommen. Damals. Ich glaube, ich hab's direkt gegenüber vom Obelisken. Da sind wir dran vorbei. Genau, gleich nach rechts. Ja, wenn ich mal die Ausdauer wieder hätte. Da oben. Ich sehe deinen Schlankkopf. Ja. Na toll, hier wollte ich vorhin hin. Ich war genau in diese Richtung. Aber jetzt ist scheiße. Jetzt ist kalt. Das mag ich jetzt überhaupt nicht. Extrem kalt. Imhotep, komm mal her. Ich hab Bier, aber es kühlt ja, ne? Ach ja. Tauschen mal die Rüstungen. Scheiße, mir ist immer noch extrem kalt, weil ich Eis gefressen habe. Fuck, ich verfriere gerade. Okay, es ist nur noch sehr kalt. Und ich bin überlastet. Oh. Weil die Rüstung total schwerer ist. Hat Imhotep... Oh ne, warte mal. Hast du noch Platz? Nein, nein. Ja, du hast Platz. Hier, nimm mal die 8 Biere. Die sind bestimmt schwer. Okay. Jetzt müssen wir nur schnell unsere nördliche Festung... Ja. Jo. Ein weiter Heimweg. Wir laufen erstmal direkt im Mang nach Süden. Och nö. Das ist jetzt ungeil. Den habe ich ja jetzt so gar keinen Bock. Nee, ich habe überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Wir müssen an dem vorbei. Ja, hier am Rand, das ist ganz dufte Knufte, das geht schon. Jetzt hätte ich gerne einen Hotel. Ja. Und bessere Ausdauer. Ja. Aber wenigstens ist mir nur noch kalt. Ja, kalt ist okay. Weil du warst ja, als wir rausgegangen sind, warst ja 5 Meter weiter als ich, wenn die da schon sehr kalt war. Ja, es lag auch daran, weil ich kurz vorher noch mal Eis gefuttert habe. Mhm. Das hat, glaube ich, nicht unbedingt geholfen.
Wieso sind hier so viele Kackdrachen? Das Land der Kackdrachen. Ja. Oh, der hat aber Bock zu kämpfen. Ich nicht. Ich auch nicht. Nein, nein, kämpft alleine gegen ihn. Der kann das. Nur ja, weil er Bock drauf hat. Der ist cool. Der schafft das. Was kannst du langsam auch kommen? Nein, nein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Also wir rennen irgendwann, ja. Müssen ja irgendwie nach rechts. Möchten. Soll man nicht. Nee. Die Enterprise rufen? Geh mir ab, Scotty. Ja, das wäre ganz gut. Aber hier sieht's auch nicht so richtig aus. Oder hier geht's aber weiter. Jetzt wird's dunkel. Jetzt gehen wir mal nach Norden. Wir müssen hier einmal um den Scheißberg rum, oder was? Keine Ahnung. Ich weiß auch echt nicht mehr, wie der Weg war, als wir hier hingelaufen sind. Und ich brauche doch was zu trinken, Leute. Ich kann dir noch Eis geben. Das so gut ist. Ah, ich habe noch Bier. Ja, sobald du das sicher ablegen kannst. Nee, hier bei Nein Nein drin, weil es so schwer war. Ah, cool. Nein, nein, komm her. Aber nicht alles trinken. Ich brauche dann auch noch was. Ich trinke jetzt auch gerade meinen letzten Schluck aus der Flasche. Aus dem Trinkschlauch. Also 4 gehören dir. Kühlt ja, aber, das ist das Problem, ne? Ja, aber nicht so dolle, wie wenn ich Eis futtere. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das mit dem Essen und Trinken eigentlich voll übertrieben in diesem Spiel. Hm. Mano, wo geht der verkackte Weg runter? Oh, Spiel hängt. Oh, da sieht's aber gut aus. Ach Gott sei Dank. Gerade sagen, irgendwie muss es doch hier mal weitergehen hier. Weil wir wollen ja nicht rauf, wir wollen ja runter. Richtig. Drache? Oh. Ich weiß nicht, ob das so richtig aussieht. Nee, das sieht nicht richtig aus. Wir rennen auch mehr. Wir rennen mehr zum Berg hin als weg und wir sind schon sehr tief. Ich rutsche gleich, du bist direkt hinter mir. Ah, stehe. Ja, ich auch. Deine Kehle ist völlig ausgedörrt. Also, wir rennen komplett falsch. Also, das Bier hilft echt nur kurzzeitig. Hier geht's runter. Ich muss erstmal hier hochkommen. Ja, ich gehe nur mal kurz vor. Ich gucke, ob das hier, weil. Ob das jetzt hier so gewollt ist oder ungewollt. Also hier geht's auf jeden Fall runter. Ansonsten suchen wir den Heimweg offscreen. Wir sind hier vor der Felssturzschlucht. Bist du denn. Warte. Bin extra nicht weit gelaufen. Hier, ach, hier. Da. Weil hier sieht's besser aus. Hier könnte man auch wieder hochkommen, weißt du? Aber ich weiß nicht, wo es da unten lang geht. Wir müssen erstmal nur irgendwie runterkommen.
Wenn wir unten sind, dann können wir weiterreden, aber erstmal runter. Ah, das hier sieht doch sehr gut aus. Na, siehst du, wenn du Heinrich nicht hättest, ne? Hm. Der sich immer verläuft, hat ja heute schon zweimal in den Arsch gerettet. Ah ne, jetzt eine war letzte Folge. Wobei, dieses Mal hätte ich auch fast zweimal richtig gelegen. Wäre ich einfach mal weitergelaufen, wäre ich rausgekommen. Hm. Doch, wo ist unsere Basis? JWD. Scheiße, ey. Ich kann schon wieder trinken. Ich habe kein Bier mehr jetzt. Deswegen, ich renne jetzt geradeaus weiter, bis ich da zu dem See komme. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Also wenn du kein Bier, nichts mehr zu trinken hast, also ich... Kannst du nochmal ein Bier von mir nehmen? Oh nein! Oh nein! Seebären-Muschis! Laufen! Also auf die habe ich auch keinen Bock. Oh, ich sehe sie in-game in mir. Ja, super. Säbelzahnmuschi hinter dir. Oh, super. Wirklich. Scheiße, lass mich durch, du Arsch. Ich weiß nicht, wo der Säbelzahn ist, aber... Ich laufe dir hinterher. Alte Weiblichkeit. Ja, hier ist ein zugefrorener See. Wo ist der Pipi? Ich hab Durst. Du kannst ja aufpinkeln. Oder Fackel draufschmeißen. Jetzt ist auch meine Kehle völlig ausgedurrt. Hat Wasser gefunden? Ja. Hurra, wir können unsere Trinkschläuche auffüllen. Jetzt wird mir der Trink... Mir wird gerade mein einer Trinkschlauch jetzt als voll angezeigt, Alter. Okay, mir ist jetzt scheiße kalt, aber... Ja, jetzt ist es extrem kalt. Och, Leute... Ja, ich bin gleich tot. Komm her zu mir. Bei mir ist gut. Bei mir ist gut. Okay. Ich wollte gerade was Gewürztes essen. Das geht auch. Okay. Hier ist nur sehr kalt. Ich habe hier noch irgendwie gewürzte Teilchen, aber die bringen jetzt nicht so viel. Aber bringen ein bisschen warm. Okay. Oh, aber... Ah, hier ist die Brücke, das... diese eiskalte Brücke und da haben wir ein Dings aufgestellt, einen Kartenraum. Ja, meine ich doch. Das war so unsere Minibasis hier irgendwo. Das war noch nicht mal eine Minibasis. Ja, keine Ahnung. Das ist nur ein Kartenraum. Kartenraumbasis. Punkt. Wenn nicht irgendeine Perch das kaputt gemacht hat. Ne, wir hatten ja bisher nur eine, ne? Und die war ja, ja auf der alten Basis, die wir verteidigt haben. Ja. Ich hoffe, dass die nächste Perch dann bei uns in einer Basis ist. Ja, bei unserer richtigen Basis. Basis, genau. Home. Wir können auch rechts hoch, oder nicht? Wir können auch hier unten lang laufen. Okay. Kannst auch oben lang laufen. Okay. Der sieht gut aus. Ja. Puh. Schafft. So, ab hier können wir auch ohne euch weiter kämpfen. Ich glaube auch. Oh Mann. Ja, war doch lustig. Ja. Ja. War auch mal wieder aufregend, weil es doch mal wieder etwas kritischer wurde. Und die Gegner haben zurückgeschlagen. Ja. Aber ich muss sagen, die Gegner waren nicht das Problem.
Nee. Größtenteils. Also natürlich die Schlangen mit den Dolchen oder so, die waren schon ein bisschen arschig, weil die tun halt dolle weh, aber sonst waren die Gegner kein Problem. Das einzige Problem ist künstlich erschaffen, nämlich durch warm, kalt und Hunger, Durst. Zumindest, dass das so dolle ist. Ja, aber musste man sich mal überlegen, dass der Gegner quasi an sich nicht das Problem ist, sondern, ja, die Spielentwickler wissen das wahrscheinlich und darum haben sie das wahrscheinlich hochgeschraubt. Ich bin gerade am Überlegen, warum ich habe ja schon mal geguckt, wegen Kälte und so, das ging nicht. Home, sweet home. Egal. Hallo, Rittersporn. Ja. So, jetzt soll es aber. Jetzt ist auch die Folge schon wieder so lang. Ja, jetzt ist es auch gut. Ja, und ich habe noch nicht diesen Aloe-Extrakt benutzt. Schön, ich habe meinen aus Versehen ausgetrunken, weil der auf der falschen Taste lag. Jut, jut, Knut. Dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Ciao. Tschüssi.